Hey ho, Leute! Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, erstmal ein dickes Sorry für gestern, für das sehr abrupte Ende der gestrigen Folge. Denn ja, da war wohl der Speicher der Festplatte voll. Das kommt davon, wenn man nun vorproduzieren ist. Und wenn man mehr als 4 Folgen am Stück aufnimmt. Denn so eine ungerenderte Folge, die unbearbeitet ist, hat gut und gerne 20 GB. Das auf einer SSD zu speichern ist nicht das Allerschlauste. Rayon gewöhnt dich an, das auf einer großen HDD zu speichern. Okay, ihr könnt genug. Es gleich Ärger geben. Ne, hier gibt's keinen Ärger. Scheiße, das war die Schockpfeile! Du hast nichts gesehen! Ich dachte, ich hätte schon die anderen Pfeile ausgerüstet gehabt. Um ein paar Headies zu verteilen. Hat ja super funktioniert. Aber die sollten auch genug Metallscherben dabei haben, ne? Ja, die haben ziemlich Metallscherben. Weil wir sollten die auch im Nahkampf einfach ganz easy besiegen. Diese aufgehängten Maschinenteile. Ein Alarmsignal. Das sind nicht nur simple Danoven, sondern auch Sklavenhändler. Das wird nicht finde ich nicht ganz so geil. Mann, ich wollte die freilassen, dass ich mitkämpfen kann. Hilfe ist schon unterwegs. Hey, die? Das will ich die freilassen, die können nur mitkämpfen. Dann holen wir euch da mal raus. So, ich kann mithelfen. Shit. Hey, die? Den hier auch. Du kommst mit mir. So, könnt ihr mithelfen. Okay, dann machen die jetzt das komplette Lager und wir sammeln die Metallscherben mal. Easy. Seite an Seite in den Kampf. Alter, was? Alter, was ist das denn? Was hat der für eine fucking Rüstung an? Ich will das Zeug ansammeln. Ich brauch die Metallscherben, Leute. Mach das doch mal den Rest, oder? Ja, easy. Schön. Also die haben wirklich keine Chance. Ich meine, das ist ein Banditenlager für Stufe 9. Was sind wir? Stufe 16, 17 oder so? Ich hab keine Ahnung. Stufe 19. Was, Stufe 20? Ja, na, das ist jetzt gerade oben rechts. Oh. Wenigstens gibt es richtig gut Scherben. Ich glaube, das war eine richtig gute Entscheidung, hier hochzugehen. So, wo sind denn die nächsten Tutis? Nach oben, die ist ganz schön schnell. Hat denn noch jemand Bock? Was ist das denn? Kannst du das mal bitte wegnehmen hier? Was? 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 Wie fucking wenig Leben hatte ich gerade? Was? Alter, nee, das muss ich mir in der Aufnahme nachher nochmal ansehen. Ich hatte doch gar nicht so wenig Leben. Ich hatte doch irgendwie noch ein Drittel oder so. Der kann mich doch nicht mit einem Nahkampfangriff weghauen. Oder macht er mit seiner Spezialwaffe so viel mehr Schaden? Fangen wir jetzt das Lager neu an, oder? Mann! Ja, wir fangen es neu an! Okay, wir machen den gleichen Plan wie vorher und befreien erstmal die Gefangenen. Sie haben einen Alarm eingerichtet. Ich muss dafür sorgen, dass Sie ihn nicht auslösen. Was ist das? Nee, musst du nicht auslösen. Nee, ist nichts. Ich hole euch da raus. Naja. Wir holen uns einfach mal ein bisschen Verstärkung. Noch hat uns anscheinend niemand entdeckt, das finde ich sehr gut. Ich lasse euch hier nicht zurück. Natürlich nicht. Oh yeah. Aber auf diesen auf einen Tutti müssen wir wirklich aufpassen.
Hallo? Ernsthaft hier? Warum konnte ich den da oben gerade nicht hitten? Okay, das Lager an sich ist ja easy, aber der Endgegner, also der Boss gerade, also der Anführer, der Banditenanführer hier, der hatte schon Bums. Muss ich schon sagen. Können wir gleich das Zeug mitnehmen? Hilfe ist unterwegs! Ich erreiche das Signal, ah, easy, sehr schön. Wer schreit hier bitte so? Hallo! Alter! So, down! Komm doch! Abreißen jetzt! Ich hab hier noch. Ja. Alles klar. Alter, was? Ja, okay. Hat das unendlich Munition? Nein. Ich frage auch noch, hat das unendlich Munition? Patz. Munition leer. Oder der hatte viel Tränke dabei gerade, der Boss. Immer schön Metallscherben einsacken, deswegen sind wir nämlich hier. Nicht irgendwie, weil wir eine gute Tat tun wollen oder so, nein. Weil wir heiß aufs Geld sind. Das klingt so böse, aber egal. Wo sind wir denn, Tutis? Ist das nicht Verbündete da oben? Okay, das sind auch noch Metallschirm. Okay. Kann ich nicht mehr auftrammeln, sorry. Nur Metallschirm. Sehr schön. Ja, jetzt ist er schon tot. Sehr schön. Kann ich mich abseilen? Ich hätte mich zur Kante fallen lassen sollen. Ich schieße schneller. Oh, das war's schon. Easy. Banditenlager 2 Zahn. Kurzer Prozess. Wenn wir gar nicht gestorben hätten, hätten wir das in 5 Minuten locker durchgehabt. Händler, hast du denn coole Sachen dabei? Du hast ja gar nichts dabei. Sieht outfit-technisch aus? Ja, halt Nora-Zeugs, ne? Und Banuk. Banuk und Nora. Nix von dem neuen Zeugs. Okay, aber trotzdem kann ich bei dir verkaufen, oder? Rohstoff. Hier, Kühlsaft beispielsweise. Kannst du alles haben? Bitteschön. Das kannst du auch haben. Das kannst du auch haben. Was ist das denn? Poliertes altes Amulett. Kauf gegen Metallscherben. Wüstenglas kannst du auch alles haben. Das würde ich eigentlich behalten. Geschäfte mit Händen. Das bedeutet nämlich, dass man das auch bei Waffen oder eventuell auch Outfits noch brauchen könnte. Als Tauschhandel. Deswegen behalten wir das einfach mal. 1877. Wir kommen auf jeden Fall so sehr nah an das dran, wo wir hinwollen. Und 2230, was ja die magische Zahl ist. So. Wollen wir das Lagerfeuer aktivieren? Oder Schnellreise hier möglich ist. Wo ich noch kein einziges Mal eine Schnellreise benutzt habe. Die Funktion ist so unnütz hier im Spiel, wenn ihr mich fragt. Ich meine, die Lande sind zwar mega riesig und so, ne? Keine Frage. Aber, ich kann mich doch zur Kante verlassen. Sehr schön. Aber, warum sollte man hier in diesem Spiel. Nee, runter bitte. Warum sollte man hier in diesem Spiel. Guck mal, Ella. Warum sollte man hier in diesem Spiel. Jetzt fange ich schon zum dritten Mal an. Okay, zum vierten Mal. Warum sollte man hier in diesem Spiel eine Schnellreisefunktion nutzen, wenn das so eine schöne Landschaft ist, wenn man einfach so gut leveln kann und einfach immer was zu tun hat? Oh, Leute, da kommt ein Säbelzahn. Oh, fuck. Ah!
ich denn noch? Munition leer. Kannst nicht mal. Was soll das heißen? Keine Munition mehr. Erwisch denn noch? Nee! Lass ihn nicht auf mich sitzen. Down! So. Jetzt können wir zwei spielen hier. Also erst wir zwei, ne? So, und jetzt der Große. Ich werde mit der Schockfalle ein bisschen ausprobieren. Fuck. Boah. Situation, Rayon. Alter. Ich brauche Heilung. Alter, der ist so fix, der Säbelzahn. Oder Sägezahn. So. Verpiss dich. Alter, boah. Ich hab schon mal einen Heiltrank bereit. Alter! Der ist mal so OP. So, jetzt brennst du. Das kannst du nicht mal. Ey! Als wenn er vorhersehen würde, in welche Richtung wir spielen. So, das war's dann aber auch gleich mit dir. Ein, zweimal ausweichen und dann war's das. So, den Rest kriegst du mit dem Scharfschützenpfeil. Alter! So, es reicht! Kann ich down gehen hier? Dankeschön. Finde ich sehr nett von dir, dass du auch mal stirbst. Ich höre gerade auf, ich bekämpfe mich nie mit dem Rassler. Müssen wir auch mal machen. Weil ich glaube, so große Tiere oder so, da bringt der Rassler nicht sonderlich viel. Da bringt eher so für kleine, für so Wächter und so weiter. Alter, ist ja runtergerutscht. Hier gibt es auch ein paar Metallscherben, ne? Finde ich sehr schön. Finde ich sehr nett von dir. So. Wo haben wir denn noch was getötet? Da müsste doch noch irgendwo was rumliegen, oder? So, oben liegt der Wächter, ne? Okay, aktive Quest ist... Begib dich nach Meridian. Die Stadt der Sonne. Wo liegt denn der Wächter? Ich will mal nicht nach Meridian. Nicht bevor wir das Zeug haben. Was haben wir denn noch für Quests? Dann können wir noch irgendwas Cooles zwischen reinschieben. Ich weiß, ich schiebe die ganze Hauptquest jetzt schon wieder ein bisschen in die ferne Zukunft, aber ich will einfach mich gut ausgerüstet sehen. Aufträge. Karcha Feuerwappen. Schwer. Ja, das habe ich mir markiert, weil man kann Aufträge quasi erstellen quasi. Ich will kein Jagdgebiet machen, nee. Unversagt. Wo ist denn das? Das ist hier drüben? Lagerfeuer. Das ist hier drüben im, Ist das nicht, Mutterkrone hier? Das ist Mutterkrone. Ich will nicht zurück nach Mutterkrone. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. So weit kommt's noch. Na gut, wir gehen einfach mal in die Richtung. Wir können ja schon mal zum Beispiel das Outfit kaufen und eine Waffe zum Beispiel später. Man kann ja auch... Ja, man kann auch später nachkaufen. Alter, was haben wir denn? Vielleicht gerade am Struggling. Mal schnell speichern. Ich bin echt gerade am Struggling. Wie viel fehlt uns denn wirklich noch? Uns fehlt nicht mehr viel. Uns fehlen 400. 400 fucking... Scherben. Rohstoffe haben wir auch ein bisschen. Geh mal hoch und guck, was wir dazu verkaufen können. Gucken wir mal, was wir dazu zu verkaufen haben. Vielleicht kriegen wir die ja zusammen. Das kann ja sein. Wir haben ja sowieso unsere Waffen, die wir dann nicht mehr brauchen, können wir dann verkaufen. Doch das Outfit, die wir nicht mehr brauchen, können wir auch verkaufen. Und wir sollten vielleicht mal ein paar Kräuter sammeln, obwohl in dieser unwirklichen Gegend hier gibt es nicht sonst viel Kräuter. Oder ist das ein Kraut? Ja, das ist ein Kraut. Nice. Ist das ja auch ein Kraut?
Das ist auch ein Kraut. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Der redet die ganze Zeit, hier gibt's nichts in der Einöde. Und was kommt? Das hier. So, gönn dir, Aloy. Gönn dir in deinen Mull. So, das gönnen wir uns alles. Alter, wie viel Heilzeug sie einfach ist gerade. Ja, das ging. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Kommen wir hier denn auch hoch, oder wie ist das? So. Der schickt uns jetzt ja hoch. Aber ich will hier hoch. Okay, dann muss ich ein bisschen weiter hier rüber. Weil ich will ja zum Handelsposten. Ich will ja nicht nach Meridian selbst gerade, sondern ich will jetzt erst zum Handelsposten und alles verkaufen. Vielleicht geht sich's dann ja schon aus. Wer weiß. Und ich laufe hier gerade voll den falschen Weg. Kann das sein? Ich muss hier rein. Sehr schön. Okay. Ich weiß, das ist heute eine leicht chaotische Folge. Ich weiß nicht wirklich, was ich in der Folge machen soll, aber ich habe ein Ziel. Ein höheres Ziel. Ich will diese fucking geile Rüstung und ich will diese fucking geilen Waffen. Ich weiß, es wird im späteren Spielverlauf noch wahrscheinlich besseres Zeug geben, aber im Moment. Aber im Moment ist das noch OP-Stuff für uns. Und mir gefällt diese Rüstung einfach. Ich weiß auch nicht. Wo ist denn der Händler? Bist du der Händler? Ja, bist Händler, ne? So. Gönnen wir uns denn zuerst das Outfit? Wo ist sie denn? Hier ist sie. Hm. Ich dachte, wir gönnen uns das jetzt einfach, oder? Wir können uns das nicht gönnen, weil der Outfitbeutel ist voll. Dann verkaufen wir noch zuerst ein paar Outfits. Das hier ist gratis Outfit. Können wir also nicht verkaufen. So, wir kann ich verkaufen. Ausgestoßenes Outfit. Alles klar. Nora Speerin. Wir können eigentlich die blauen Grün können wir so viel verkaufen. Kann nicht verkauft werden. Wieso kann er das denn nicht verkauft werden, weil es nichts wert ist, oder wie? Das will ich aber übrigens auch behalten. Das Zeug können wir einfach verkaufen. So, der Outfitbeutel hat jetzt auch ein bisschen mehr Platz. Dann können wir uns das jetzt gönnen. Oh. Ausrüsten! Nice! Wir haben neue Outfit, Leute. Wir haben neues Outfit. Wir haben noch 1100 Scherben. Was ist denn waffentechnisch hier so angesagt? Ich würde sagen, zuerst Schattenjägerbogen, oder? Na komm, Schattenjägerbogen. Das ist auch mal der Jägerbogen, ne? So, jetzt haben wir Schattenjägerbogen. Jetzt können wir noch verkaufen. Erstmal den Kaja-Jägerbogen. Und den Nora Langschussbogen können wir auch verkaufen. Dann haben wir nämlich das hier. Da passen drei Modifikationen, passen wir drauf. Sehr schön, sogar. Sehr, sehr, sehr schön. Scharfschussbogen kann ich dann nachher auch verkaufen, aber der bringt mir nicht sonderlich viel. Würden jetzt noch der Scharfschutzbogen kosten? 800. Da fehlen uns ja wirklich noch 300. Hm. Wie sieht denn rohstofftechnisch aus? Verkaufungstechnisch. Nenne ich Waffenrohstoffe. So, hier. Ich kann das jetzt hier alles verkaufen. Ich brauche das jetzt ja nicht. Nee, ich verkaufe das jetzt. Ich will das jetzt noch haben. Auch wenn ich das später vielleicht noch brauche. Und wenn ich das bereue, dass ich das ganze Herz nicht verkaufe. Ich kaufe das jetzt. Scheiße. Komm schon. 800 kriegen wir hin. Komm schon, 800 kriegen wir irgendwie hin. Da haben wir noch 6 Stück. So, wir haben 800. Und jetzt kaufen wir uns noch schnell. Ah ja, wir haben es geschafft. Ich schaffe es. Was fehlt mir denn? Ich bin ein Dummkopf. Ich verkaufe mir das Sägezahnherz. Was bin ich denn für ein Dulli? Das kann ich nicht zurückkaufen, ne? Fuck. Ah, fuck, was? Zurückkaufen, hier. Ah, welche Funktion. Ah, geile Funktion. Lieber Horizon Zero Dawn Entwickler, danke. Dankeschön. Jetzt müssen wir irgendwas verkaufen, was 30 wert ist. Ah, so, Rohstoff. Oh, kriegst du genau 30 Stück davon. Ja, Leute, ich habe vorgewarnt, dass das heute eine chaotische Folge wird. So, 801 und uns wird genau eine Scherbe bleiben am Ende. Nee. Munition. Nee, nicht Munition. Ich bin gerade zum Strucken gerade. Scharfschussbogen. Nice. Er kommt hier runter. Nice. Nice, nice, nice. Ach, so geil. So geil, so geil, so geil. Jetzt müssen wir sofort ausrüsten. Aber wir können das andere Zeug noch verkaufen. Warte mal. So. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir die Waffen, die wir nicht mehr brauchen, auch verkaufen. Scharfschussbogen. So, den Rest behalte ich erstmal. Stolperfalle. Stolperfalle habe ich nie gebraucht, aber ich behalte sie einfach mal, falls wir sie mal brauchen.
Tutorial für einen Schattenjägerbogen? Was ist denn beim Schattenjägerbogen so heftig? Was man dafür ein Tutorial bräuchte? Herstellen. Outfit-Modifizierung. Oh ja. Nee, ich warte auf besseres Zeugs. Waffenmodifikation. Schattenjägerbogen. Alter. Feuer. Handhabung Eis. Handhabung. Ich werde einfach mal blaues Zeugs draufhauen, weil ich glaube, dass blaues Zeugs wesentlich effektiver ist. Das sieht man ja auch an den Werten. Das grüne Zeugs werde ich einfach mal lassen. Und wir werden, können ja heute wieder nochmal nachbessern. So. Wie sehen wir denn aus? Nice. Das Outfit gefällt mir. Das sieht so tropisch aus. Das passt in die Gegend, wo wir hinwollen. Die Dinge im Wilden Osten sollen nicht zum Besten stehen. Da sollen die Nora scharenweise krippen. Warte, was ist das denn? Gehärteter Pfeil? Schattenjägerbogen? Alter, Rüstungsbrecher oder nee, das ist nicht Rüstungsbrecher, das ist Abriss. Was das gleiche ist, aber egal. Was ist das hier? Du solltest deine Vorräte. Zersprengerpfeil. Was? Was zum? Sieh dich doch mal um, ich mach dir einen guten Preis. Alter. Geil. Einfach nur geil. Wir haben alles voll craften hier, was ich nicht kann, weil mir was fehlt. Ach ja, die Metallscherben. Da war ja was. Nice, dass wir jetzt so viele neue Funktionen haben. Das finde ich sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Ah. Leute, heute eine mega chaotische Folge. Schreibt mir in die Kommis, was ihr zu unserem neuen Status haltet. Was ihr davon haltet, vom neuen Outfit und von der neuen Ausrüstung. Einfach mal alles in die Kommis damit. Ballert einfach alles rein in die Kommis ohne euren Gedanken. Dein Angebot wird dich überzeugen. Versprochen. Ey, nur gefällt's. Seht ihr das, wie sie sich regelt? Sie fühlt sich richtig wohl in ihrer Haut. Würde ich mich auch mit dem Outfit, ey Leute. Du siehst richtig sexy aus. Aber Leute, ich verbleibe mit einem Rare und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.